Von Curry King gibt's was Neues, nämlich Curry King Barbecue. Mit würzig-rauchiger Soße. Ob das noch ein Curry King ist, wir finden's raus. Willkommen bei der Foodshow. Hier am Vorspann habt ihr das gesehen. Curry King Barbecue mit würzig-rauchiger Soße. Und einer Besonderheit, die mich schon etwas überrascht hat. Da ist kein Currypulver mit bei, da ist Pfeffer mit bei. Ist das jetzt noch ein Curry King oder ist das jetzt eine Bratwurst? Oder was ich sage, hier ist es ja nie eine Bratwurst, hier ist es ja eine Bockwurst. Eine Bockwurst in Barbecue-Soße mit Pfeffer. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kaufe eine Curry King gerne eigentlich nie, nur zum Testen höchstens mal. Aber es hat mich sehr überrascht, dass das noch Curry King heißt. Also ich weiß, ich denke mal, ihr versteht gerade den Gedankengang. Curry King, Currypulver. Curry King Barbecue. Okay, Currypulver. Aber Pfeffer? Das ist so, das verwirrt mich so ein bisschen. Vielleicht vertue ich mich auch, aber es steht halt hinten drauf. Es steht halt drauf mit Pfeffer. Wir gucken gleich mal. Ich zeige euch mal die Zutaten und die Nährwerte. Wo es das gibt, bei Rewe habe ich das gefunden. Wird es aber eigentlich überall geben, wo es Curry King eigentlich gibt. Bei den größeren Märkten. Also steht mal auch Kaufland und so. Aber was ist hier drin? Es ist eine Bockwurst, das meinte ich ja gerade, aus Schweinefleisch, Trinkwasser, Speck, Speisesalz, blöd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 
Von Löwensems gibt es auch eine Barbecue-Soße. Die schmeckt auch gut. Also es gibt richtig gute. Es gibt so viele. Ihr werdet auch einen Favoriten haben. Aber diese Curry King Barbecue schmeckt nicht nach Barbecue. Also hat nichts mit Barbecue-Geschmack zu tun. Wie gesagt, ich esse hier, ich nehme jetzt extra so ein Stück mit richtig viel Pfeffer drauf. Also hier ist jetzt ordentlich Pfeffer auch auf der Wurst. Ja, jetzt hat es so ein ganz leichter Geschmack, aber kein Pfeffer. Also schlechtes Gewürz, schlechte Soße. Schmeckt ein bisschen wie Curry King, das muss man noch sagen. Also es ist noch dieser typische Grundgeschmack da, weil Curry King immer diese gewisse Süße einfach hat. Aber an sich ist es ein Flop. Es schmeckt nicht unlecker, man kann es essen. Also ich würde das jetzt nicht wegtun, ich esse das auf, eine Scheibe Brot dazu oder Toastbrot. Wunderbar. Aber das, was uns versprochen wird, ein Barbecue Curry King, das ist es nicht. Kein Curry dabei, schlechte Barbecue-Soße. Kann man, wie gesagt, mal machen, aber hier gebe ich maximal, wie gesagt, man kann es aufessen, da müsste ich schon ein bisschen positiv, sagen wir mal, wirklich gut gemeinte 2 von 5 Punkte. Weil es ist nicht unlecker, ihr könnt es essen, ihr kriegt nur kein Barbecue und das, was uns versprochen wird. Sehr enttäuschend, empfehle ich euch nicht. Wie gesagt, geschmacklich 2 von 5, trotzdem noch okay, nur komplett am Thema vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Produkt. Und ja, ich habe es nicht vergessen. Einige hatten das geschrieben. Ihr könnt es gerne nochmal drunter schreiben. Viele hatten mal gefragt, ob ich diese ganzen Fertig-Currywürste, die es so gibt, testen könnte. Wie es so gibt, welche davon die beste ist. Könnt auch gerne mal eine kleine Liste mit drunter schreiben, welche Marke ich dran denken soll. Ich weiß, dass es den Curry King gibt. Es gibt die bei Rewe. Es gibt noch Curry irgendwas. Auch bei Rewe mit so einer Flamme drauf. Curry 96. Ich weiß nicht, ob das die sind. Aber so eine gelbe Packung. Aber es gibt ja noch Kaufland, Lidl, Aldi und wie sie alle heißen. Schreibt mal gerne drauf, welche ich daran denken soll. Und irgendwann kriegen wir das hin. Vielleicht noch dieses Jahr, sonst irgendwann nächstes Jahr. Ich habe es nur nicht vergessen. Darum danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.